Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Squad Builder von meiner Seite. Ja, heute ein 200k Beast Team und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange drum rum, sondern fangen direkt an. Im Tor haben wir den argentinischen, wie heißt er? Er heißt Lux. Nein, es ist kein Lux, es ist auch kein Fuchs, es ist Germain Lux. Hier, da könnt ihr natürlich wählen. Ich habe jetzt hier den 78er Inform, denn der tut es doch deutlich mehr. Und Tremolina, hört sich an wie so ein Weidenfass, ist auch dabei. Den habe ich natürlich. Und Rami, der aktuell in der EM für Frankreich nicht so gut spielt, aber der ist trotzdem bei uns. Und ich würde euch den in der 80er Version tatsächlich empfehlen. Da ist er, glaube ich, noch am besten. Rodriguez ist dann unser nächster Innenverteidiger, der auch ein Argentinier es ist, jetzt muss man natürlich suchen, welcher das ist. Ich probiere es jetzt mal mit ihm. Ja, das ist er. Sehr schön, hier könnt ihr natürlich zwischen dem Tots, dem normalen und dem Inform wählen. Ich habe hier den normalen genommen, wir nehmen dann Buffarini ist dann unser nächster Mann. Auch ein sehr guter Spieler. Der hat mich tatsächlich sehr überzeugt, dafür, dass er eigentlich Schwachpunkt ist im Team. Aber okay. Dann geht's weiter mit Pereira. Vielleicht im ZDM ein bisschen verschwendet, aber ich denke, das kann man sich durchaus mal erlauben. Ja, das dazu. Pereira, brauche ich nicht lange schnacken. Tupal ist dann hier. Dann sehen wir schon, wir machen eine neue Liga auf. Sozusagen. Und zwar die türkische. Tupal, da ist er. Was könnt ihr wählen? Es ist im Prinzip egal, was ihr nehmt. Die Nani, das ist ja der Klassiker, sag ich mal. So, Nani ist natürlich. Und Salvio, hier. Salvio auch. Also zu den einzelnen Spielern, viele kennt man Salvio, vielleicht noch nicht so. Auch ein typischer Flügelspieler, sieht man auch, glaube ich, an den Werten hier. Ja, dann hier haben wir den Star des Teams, es ist Diego und wer kennt ihn noch von Werder Bremen? Ich tatsächlich, Diego, und jetzt muss er bloß noch kommen, da muss er sein, Diego, und zwar die 88er Variante. Was sind das für Werte? 83 Tempo, 89 Dribbling, 83 Schuss und 90 Pass. Das überragende ist übrigens der International Man of the Match. Das nur dazu. Und im Tor des Gegners haben wir dann Jonas. Und zwar nicht der vom Nachbarn, sondern der 86er. Ihr könnt natürlich auch hier 91er, weiß der Deivel, aber 86er ist meiner Meinung nach noch die beste Variante hier. Und das ist auch schon das Team. Es ist NLW, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, müsste ich eigentlich richtig sehen. Und ich bedanke mich dann fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Squad-Builder, im nächsten Video. Habt ihr schon YouTubers live von mir geguckt? Auf jeden Fall in der Infocard abchecken. Positive Bewertung wäre krass. Folgt mir auf allen anderen Plattformen, wenn ihr Bock dazu habt. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.